Bruno, darf ich dich bitten, uns aus Kapitel 13 vorzulesen? Mal die Verse 1 bis 14 und dann nehmen wir ausschnittweise einige Verse. Vers 13, Vers 1. Und Josua war alt, wohlbetagt, und Jehova sprach zu ihm: Du bist alt, wohlbetagt, und vom Lande ist sehr viel übrig in Besitz zu nehmen. Dies ist das Land, das noch übrig ist. Alle Bezirke der Philister, das ganze Gesuri, von dem Sihor, der vor Ägypten fließt, bis an die Grenze von Ekron gegen Norden, wird es zu den Kanaaniten gerechnet. Die fünf Fürsten der Philister, der Gaziter, der Astoliter, der Askaloniter, der Gathiter und der Ekroniter und die Avim. Im Süden das ganze Land der Kanaaniter und die Meara, das den Sidoniern gehört, bis Afek, bis an die Grenze der Amoriter und das Land der Gibliter und der ganze Libanon gegen Sonnenaufgang von Baal-Gad am Fuße des Berges Hermon, bis man nach Hamat kommt. Alle Bewohner des Gebirges vom Libanon bis Misrephot-Mayim, alle Zidonier. Ich selbst werde sie vor den Kindern Israel austreiben. Nur verlose es Israel als Erbteil, so wie ich dir geboten habe. Und nun verteile dieses Land als Erbteil den neun Stämmen und dem halben Stamme Manasse. Mit ihm haben die Rubeniter und die Gaditer ihr Erbteil empfangen, das Mose ihnen gegeben hat, jenseits des Jordan gegen Osten, so wie Mose, der Knecht Jehovas, es ihnen gegeben hat. Von Aroer an, das am Ufer des Flusses Arnon ist, und zwar von der Stadt, die mitten im Flusstale liegt, und die ganze Ebene Medeba bis Dibon und alle Städte Sihons, des Königs der Amoriter, der zu Hesbon regierte, bis zur Grenze der Kinder Ammon und Gilead und das Gebiet der Gesuriter und der Maakatiter und den ganzen Berg Hermon und das ganze Basan bis Salka, das ganze Reich Ochs in Basan, der zu Astaroth und zu Edrei regierte. Er war von dem Überrest der Rephaim übrig geblieben, und Mose schlug sie und trieb sie aus. Aber die Kinder Israel trieben die Gesuriter und die Maakatiter nicht aus, und Gesur und Maakat haben in der Mitte Israels gewohnt bis auf diesen Tag. Nur dem Stamme Levi gab er kein Erbteil. Die Feueropfer Jehovas, des Gottes Israels, sind sein Erbteil, so wie er zu ihm geredet hat. Dann einige Verse einfach, Vers 15 und 16. Und Mose gab dem Stamme der Kinder Ruben nach ihren Geschlechtern, und es wurde ihnen das Gebiet zuteil von Aroer an, das am Ufer des Flusses Arnon ist, und zwar von der Stadt, die mitten im Flusstale liegt, und die ganze Ebene bei Medeba. Dann werden verschiedene Namen, Städtenamen aufgeführt und liest dann Vers 22. Und Bileam, der Sohn Beors, den Wahrsager, töteten die Kinder Israel mit dem Schwerte, nebst ihren Erschlagenen. Und dann Vers 24. Und Mose gab dem Stamme Gad, den Kindern Gad, nach ihren Geschlechtern. Vielleicht beispielsweise Vers 25. Ja, und es wurde ihnen als Gebiet zuteil Jaser und alle Städte Gileads und die Hälfte des Landes der Kinder Ammon bis Aroer, das vor Rabba liegt. Jawohl, und dann Vers 29. Und Mose gab dem halben Stamme Manasse, und dem halben Stamme der Kinder Manasse wurde nach ihren Geschlechtern zuteil. Dann wird das Gebiet aufgeführt, um noch die Verse 32 und 33. Das ist es, was Mose in den Ebenen Moabs als Erbe ausgeteilt hat, jenseits des Jordan von Jericho gegen Osten. Aber dem Stamme Levi gab Mose kein Erbteil. Jehova, der Gott Israels, ist ihr Erbteil,
so wie er zu ihnen geredet hat. Danke. Ich habe ja vor einiger Zeit mal eine Übersicht ausgeteilt über das Buch Josua. Wer das vielleicht noch hat, kann das wieder mal zur Hand nehmen. Da sehen wir nämlich, dass mit Kapitel 13 ein neuer Teil im Buch Josua beginnt. Wir haben in den Kapiteln 1 bis 12 die Beschreibung der Eroberung des Landes Kanaans gefunden. Vorbereitung dazu und die Eroberung selbst, Südkanaan und auch Nordkanaan. Das Ganze wird gekrönt und abgeschlossen mit Kapitel 12, was wir letztes Mal durchgenommen haben. Da haben wir eine Königsliste gefunden mit vielen Königen, die durch Israel geschlagen worden sind. Übrigens, solche Listen erscheinen vielleicht manchen Bibellesern manchmal etwas langweilig, wenn so viele Namen ganz stereotyp, monoton aufgeführt. Aber dazu ist zu sagen, dass es genau der Stil ist, wie man viele solche Listen in altorientalischen Texten gefunden hat. Das heißt also, wir haben zum Beispiel in Kapitel 12 bei dieser Königsliste eine originale Liste aus der Zeit vor uns, die Josua dann in sein Buch mit eingebaut hat. Also solche Listen sind nicht einfach langweilig, sondern die zeigen uns gerade, wie diese Bibelbücher eben nicht, wie man in der modernen Theologie behauptete, viel später verfasst worden sind, nach der Fantasie von gewissen Priestern oder so, oder anderen Kreisen, sondern dass wir es zu tun haben mit Büchern und Dokumenten aus der Zeit selbst. Also, mit Kapitel 12 haben wir gesehen, einen ersten Höhepunkt im Buch Josua, die Erfolge des Volkes Israel bei der Landnahme. Und wenn man das so liest, Kapitel 12, haben wir den Eindruck, gewaltig, jetzt hat Israel das Land in der Hand. Und dann kommen wir zu Kapitel 13 und wir lernen hier, Josua ist alt, wohlbetagt und der Herr sagt zu ihm, du bist alt, wohlbetagt und vom Lande ist sehr viel übrig in Besitz zu nehmen. Das ist so die Erfahrung, die manche Christen machen können. Sie sind zu Glauben gekommen, sie haben viele Entdeckungen gemacht im Glauben, die Bibel ist für sie ein wunderbares Buch geworden, sie haben die Bibel mit Eifer durchstudiert, durchgelesen, viel Erkenntnis aufgenommen und sie denken, ich bin so reich im Glauben, ich habe so viel erfassen können. Und dann muss Gott uns sagen, es ist doch sehr viel übrig in Besitz zu nehmen. Also selbst dann, wenn man mal das Gefühl hat, jetzt habe ich wirklich viel von der Bibel verstanden, viel herrliche Dinge entdeckt, und dann kann Gott uns immer wieder sagen, es ist noch sehr viel übrig. Wir haben erst ein Ende gesehen von aller Vollkommenheit, um die Worte des Psalmisten in Psalm 119 zu verwenden. Ja, Harry? Der Mose sagt am Ende seines Lebens, du hast nun angefangen, uns deine Herrlichkeit zu zeigen. Und jetzt los. Also es ist diese Situation. Also man muss ja nie an den Punkt kommen und denken, ach, jetzt habe ich wirklich sehr viel gesehen, jetzt reicht's. Und denke mir daran, es ist wichtig zu sehen, Josua war alt, wohlbetagt, über 100 Jahre. Und dann wird ihm deutlich gemacht, ein Leben reicht nicht aus, um den Reichtum des Glaubens zu erfassen. Ganz wichtige Lektion. Roger, ich habe da noch eine Stelle aus 4. Buch Mose, Vers Kapitel 33, Vers 50
an. Also 4. Mose 33, Vers. Vers 50. Ja. Und Jehova redete zu Mose in den Ebenen Moabs am Jordan von Jericho und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, so sollt ihr alle Bewohner des Landes vor euch austreiben und alle ihre Bildwerke zerstören. Und alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr zerstören und alle ihre Höhen sollt ihr vertilgen. Und ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn euch habe ich das Land gegeben, es zu besitzen. Vers 55. Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch austreibt, so werden diejenigen, welche ihr von ihnen übrig lasst, zu Dornen in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten werden, und sie werden euch bedrängen in dem Lande, in welchem ihr wohnet. Und es wird geschehen, so wie ich gedachte, ihnen zu tun, werde ich euch tun. Was bedeutet es für uns Gläubige, wenn wir heute nicht eben das alles in Besitz nehmen, was uns der Herr zugedacht hat? Das heißt, wenn wir nicht völlig ausreiben. Die Übertragung können wir heute mehr und mehr recht wörtlich nehmen. Und zwar in dem Sinn, das, was man im Glauben erfasst, Fortschritt, geistlich Fortschritt, an geistlichen Fortschritten macht, das bedeutet ja auch, dass man sieht, was in unserem Leben irgendwie Gott nicht gefällt und gewissermaßen dem entspricht, was die Bibel nennt, Welt. Oder können wir auch sagen, was noch heidnisch ist in unserem Leben. Wenn wir diese Dinge nicht wirklich hinaus tun und konsequent sind, ja, dann führt es eben dazu, dass wir zu einem Christentum kommen, zu einem Christentum der Anpassung. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist das große Problem, die große Anpassung. Das heißt also, dass man den Modeströmungen und den Trends dermaßen nachgibt, dass wir eigentlich eine Überfremdung des Christentums bekommen. Man kann heute sprechen von einer feministischen Überfremdung des Christentums oder von einer postmodernen Überfremdung des Christentums und. Es gibt noch viele andere Strömungen, die überfremden das Christentum. Und genau das ist die Situation. Gott hat Mose gesagt, das Volk Israel soll wirklich total brechen mit diesen Dingen. Aber wir sehen, dass wir besonders deutlich nicht in Josua, sondern vielmehr dann im Buch der Richter, wie man anstatt diese Dinge zu entfernen, all das, was mit Götzendienst und Abgötterei zu tun hat, dass man eben sich dem angepasst hat. Und dadurch ist der jüdische Glaube überfremdet worden mit all diesen Dingen. Und das ist die große Gefahr heute. Also es geht darum, dass wir die Reichtümer des Glaubens, die wir in Gottes Wort finden, erfassen, aber uns eben nicht überfremden lassen von all diesem Abgöttischen, durch das unsere Gesellschaft heute geprägt ist. Nicht die Gesellschaft soll das Christentum prägen, sondern wir sollen als Christen Salz und Licht sein. Das ist der Punkt. Reicht das, Reinhold? Danke. Gut, also Kapitel 13, Vers 1 soll also nicht eine Frustration sein, wenn man plötzlich feststellt, es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken, sondern das soll uns eigentlich zeigen, wie spannend, wie interessant der Glaube ist. Wir müssen nie Angst haben, dass es mal langweilig wird, dass wir die Bibel zu gut kennen und sie uns nichts mehr sagt. Deswegen, sondern es wird so bleiben. Wir können das aufschlagen, Psalm 119. Das ist ja der längste Psalm der Bibel. Und dieser Autor muss die Bibel ja wirklich durch und durch gekannt haben.
Aber er sagt nichts davon, sie sei langweilig, sondern sie ist so wunderbar, so spannend, so herrlich für ihn. Ich meine Vers 96. Wer will lesen? Von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen. Sehr ausgedehnt ist dein Gebot. Jawohl, eine kleine Betonungsfehler. Von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen. Also nur ein kleines Stücklein. Ja. Also die Bibel ist unerforschlich. Und die Reichtümer des Glaubens in Christus unerforschlich. Jetzt schreibt Gott Josua vor, was es gilt, alles noch zu erobern. In den Versen 2 bis 6. Da kommen wir zur ersten Frage auf dem Blatt. Liest uns das jemand vor? Welche Landesteile sollten noch erobert werden? Ja. Übrigens, wer hat das Blatt noch, das ich letztes Mal ausgeteilt habe, wo die Fragen bis Kapitel 17 gehen? Hat das jemand hier? Nein. Nicht gerade viele, ja. Nun, ich denke, wir kommen heute weiter als nur bis Kapitel 13. Gut, also erste Frage. Die sich vorbereitet haben, können uns sicher etwas besser helfen. Was soll noch erobert werden? Der Gazastreifen, wie kommst du auf den Ausdruck Gazastreifen? Findest du den Ausdruck hier? Jawohl. Die Städte haben einen Gazastreifen. Genau, und wo wird das Wort Gaza erwähnt? Die Gazastreifen. Jawohl, das sind die Einwohner von Gaza. Und die weiteren vier Philisterstädte. Ja, und das ist also das Gebiet des Gazastreifens und auch ein bisschen darüber hinaus. Gut, also das mal weiter. Libanon. Und zwar wird präzisiert, wie viel vom Libanon? Vom Fuß des Hermon. Ja. Jawohl. Und ich dachte besonders an den Ausdruck in Vers 5. Gegen Sonnenaufgang, also gegen Osten. Ja, aber der ganze Libanon. Darum die Frage, wie viel vom Libanon? Der ganze Libanon. Das ist doch recht eindrücklich, wenn man das so liest. Ist das der Libanon, wie er sich heute kartenmäßig darstellt, oder ist der heutige Staat Libanon größer? Nicht der Staat Libanon ist damit gemeint, sondern das Gebirge Libanon. Ja. Aber es umfasst natürlich in dem Sinn weitgehend auch das Gebiet des Staatsgebietes, das Staatgebiet von Libanon, was hier alles beschrieben wird. Denn es wird ja auch erwähnt, alle Bewohner des Gebirges vom Libanon bis Misrefot Mayim, alle Zidonier. Und Zidon ist ja dann ganz am Meer drüben. Aber hat nicht Syrien jetzt ein Stück vom Libanon auch? Ja, Syrien heute hat den ganzen Libanon eingesackt. Das ist so gekommen, nach dem Bürgerkrieg, der ja etwa dreimal so lange gedauert hat wie der Zweite Weltkrieg, kann man sich vorstellen. Der Libanon hat sich selber so völlig kaputt gemacht. Und dann ist Assad gekommen, hat Truppen einmarschieren lassen in Libanon. Und hat ganz unterschwellig, hat er den Libanon so für sich eingesackt. Es sieht äußerlich noch aus, als wäre Libanon ein souveräner Staat, aber in Wirklichkeit hat Syrien ihn vollkommen in der Hand. Und die können auch nichts mehr machen, große Entscheide, ohne die Erlaubnis von Syrien. Da
Darum können sie zum Beispiel auch keinen Frieden schließen mit Israel, denn das lässt Syrien nicht zu. Ich war selber im Libanon, bin durch die syrischen Kontrollen durchgegangen, also wo man durchfährt, da hat man die syrischen Kontrollen. Wir haben also 30.000 Soldaten haben wir im Land stationiert. Und die haben eigentlich, Assad hat eigentlich gemacht, was Saddam Hussein machte mit Kuwait. Nur alles ein bisschen schlauer und die Welt ist ruhig geblieben, während bei Kuwait, da haben sie aufgeschrien. Also das ist unglaublich. Ja, der kleine Unterschied, weswegen sie aufschrien, ja. Kuwait war natürlich das Erdöl. Ja, klar, lieber noch eben nicht. Jawohl, jawohl, genau. Aber das sieht, das zeigt, wie falsch die Weltpolitik ist. Ja, in vielen. Wenn man von Libanon spricht, meint man dann auch den Anti-Libanon. Ja, hier wird wohl dass der Begriff Libanon eben mehr umfassen als nur Libanon, weil es wird auch erwähnt, das Gebiet bis nach Hamad, und das ist tief in Syrien drin. Also wir haben hier gewaltige libanesische Gebiete und auch gewaltige syrische Gebiete, die Gott Israel zugesprochen hatte. Und das führt nun eben zur Frage 2 auf unserem Blatt. Kann das jemand lesen? Weshalb sind die Verse 1 bis 6 von höchster Bedeutung im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt heute? Ja. Das ist eigentlich schon ein bisschen deutlich geworden. Eben wenn Gott also Israel das Philistergebiet, damit den Gazastreifen zuspricht, dann weitgehend das Gebiet des Libanons und große Gebiete von Syrien, dann merken wir, dass die Bibel ein sehr explosives Buch ist. Und das 3.500 Jahre nach Josua. Nun, die Frage ist natürlich, haben diese Landverheißungen heute überhaupt noch Bedeutung? Oder war das einfach damals für diese Zeit? Ich höre schon aus dem Publikum Reaktionen, aber das muss noch begründet werden. Haben Sie nicht durch Ungehorsam manches verloren von den alten Zusagen? Also das ist ein gutes Argument, oder mal eine Frage, sagen wir. Hat Israel nicht diese Zusagen verloren durch Ungehorsam? Nun, es ist ja so, die Bibel ist ja so aufgebaut, wir haben zuerst die fünf Bücher Mose mit den Versprechen an Israel und auch die Landverheißungen und so weiter. Und dann kommen die historischen Bücher mit Josua und das geht bis Chroniker. Da haben wir die ganze Zeit von Josua über die Richterzeit, die Königezeit bis am Schluss der Chroniker. Was geschieht dort? Deportation nach Babylon. Und schon im Buch der Könige haben wir die Deportation der 10 Stämme nach Assyrien. Also, wir können sagen, mit Josua haben wir die Landnahme, damit gezeigt, wie Israel das Land einnimmt und schließlich, wie Israel alles total verliert. Aber damit ist das Alte Testament nicht fertig. Da kommen nämlich auch die Bücher Esra und Nehemia. Da kommt ein Überrest aus Babylon zurück. Und sie bauen wieder einen Staat auf, allerdings keinen unabhängigen Staat. Nämlich, dann war Israel nur eine persische Provinz. Aber doch wieder im Land, sie haben einen Staat, eine Regierung. Aber mit der Kreuzigung Christi und dann der darauffolgenden Zerstörung des Judenstaates im Jahr 70 durch die Römer, wurden die Juden wieder zerstreut in alle Welt. Also, die Frage ist berechtigt, ist aufgrund von Ungehorsam nicht auch alle Landverheißung verloren gegangen? Nun, vielleicht gibt es noch andere Argumente zu dem Thema. Was kann man dazu sagen? Hat Israel alle Landrechte verloren? Ezekiel hat den
Grenze noch wieder gezeigt in Israel. Jawohl, das wäre ein gutes Argument. Der Prophet Hesekiel spricht von der Endzeit und beschreibt die Grenzen Israels und übrigens wieder mit libanesischem, syrischem Gebiet bis nach Hamat. Ja? Kommt das also wieder. Hesekiel 48, 47 ist das. Hesekiel 47. Können wir kurz abschlagen? Harry, willst du gerade mal lesen? Lies mal Hesekiel 47 ab Vers 13. So spricht der Herr Jehova: Dies ist die Grenze, nach welcher ihr euch das Land als Erbe verteilen sollt. Nach den 12 Stämmen Israels, für Josef 2 Lose, und ihr sollt es erben, der eine wie der andere, das Land, welches euren Vätern zu geben, ich meine Hand erhoben habe, und dieses Land soll euch als Erbteil zufallen. Hier ein ganz interessanter Vers. Vers 14 erklärt, das Land, welches euren Vätern zu geben, ich meine Hand erhoben habe. Wer ist gemeint mit den Vätern? Abraham, Isaac und Jakob. Ja, die drei Patriarchen. Denen wurden im ersten Buch Mose Landverheißungen gemacht. Und diese Endzeitprophetie von Hesekiel nimmt also Bezug auf die Verheißungen an die Erzväter Abraham, Isaac und Jakob. Also sehr wichtig, dass hier wieder angeschlossen wird ans erste Buch Mose. Und was heißt das? Ich habe meine Hand erhoben, ihnen das Land zu geben. Was heißt das? Schwur, ja. Also Gott hat geschworen. Und wenn Gott schwört, ist das ganz außergewöhnlich. Denn es reicht ja eigentlich, wenn Gott spricht. Gottes Wort steht. Aber wenn Gott noch ein zweites Mittel dazu nimmt, um zu verdeutlichen, wie wahr sein Wort ist, nämlich durch einen Schwur, dann hat das schon eine ganz besondere Bedeutung. Das wird übrigens im Hebräerbrief aufgenommen. Dass Gott schwört, damit bringt er durch zwei unveränderliche Dinge, wobei es unmöglich ist, dass Gott lügen sollte, bestätigt ihr sein Wort. Also das erste Unveränderliche ist, wenn Gott spricht, dann steht es. Wenn Gott schwört, dann ist doppelt nichts daran zu rütteln. Jawohl. Also, Vers 15. Harry? Ja, Vers 15. Und dies ist die Grenze des Landes auf der Nordseite vom Großen Meere zu an. Das ist das Mittelmeer, das Große Meer. Weiter. Des Weges nach Hetlon gegen Zedad hin, Hamat. Da sind wir also in Syrien drin, Hamat. Weiter. Erota. Sibahim, welches zwischen der Grenze von Damaskus und der Grenze von Hamat liegt, das mittlere Hazer, welches an der Grenze von Hauran liegt. Und die Grenze vom Meere soll Hazar Enon sein, die Grenze von Damaskus. Und den Norden betreffend, nordwärts, so ist Hamat die Grenze und das ist die Nordseite. Jawohl. Dann wird die Ostseite beschrieben, die Südseite, Vers 19. Ostseite und Westseite, jawohl, bis Vers 20. Und da haben wir also ein Gebiet, das die besetzten Gebiete umfasst von heute. Große Gebiete von Libanon und Syrien. Er liest gar noch weiter, Vers 21. Und dieses Land sollt ihr unter euch verteilen nach den Stämmen Israels. Und es soll geschehen euch und den Fremdlingen, die in eurer Mitte weilen, welche Kinder in eurer Mitte gezeugt haben, sollt ihr es als Erbteil verlosen. Und sie sollen euch sein wie Eingeborene unter den
Kindern Israel. Mit euch sollen sie um ein Erbteil losen inmitten der Stämme Israel. Und es soll geschehen, in dem Stamm, bei welchem der Fremdling weilt, da selbst sollt ihr ihm sein Erbteil geben, spricht der Herr Jehova. Ist das nicht interessant? Also wer als Nicht-Israelit in diesem Land geboren ist, hat ein Recht. Und zwar soll er gewissermaßen betrachtet werden wie ein Eingeborener unter Israel. Also das steht auch ganz deutlich in der Bibel. Gott übergeht die überhaupt nicht, sondern gibt ihnen gleiches Recht wie Israel in dem Land. Aber wie gesagt, es macht deutlich, dass die Landverheißungen, die sind nicht verloren gegangen. Was uns die Geschichtsbücher zeigen, von Josua bis 2. Chroniker, ist, Israel hat aufgrund von eigenem Verdienst alles wieder verloren. Und es kann also nur noch aufgrund von Gnade wieder etwas bekommen in der Zukunft. Vielleicht noch ein Vers aus Ezekiel. Ezekiel 36, Vers 24. Ist ja so, dass die Kapitel 33 bis 48 in Ezekiel, die bilden ein zusammenhängendes Ganzes in Bezug auf die Endzeit. Und da finden wir folgende Aussage, wer liest? Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Ja, das reicht. Also da haben wir die Rückführung des jüdischen Volkes Israels aus allen Völkern der Welt in ihr Land, und die Landzusagen sind fest. Und das umfasst eben auch, was wir aus Josua 13 bereits gesehen haben, Gazastreifen gehört auch ihnen, dann der ganze Libanon und große Gebiete von Syrien sogar. Ja? Der Fremdling, Vers 23 von Kapitel 47, ist das jetzt auch der, der dort wohnt? Also der Fremdling ist gemeint, der jemand, der nicht zum Volk Israel gehört, aber in dem Land Israel geboren worden ist. Der hat ein Wohnrecht und sogar ein Bürgerrecht, dass er gleichgestellt wird Israel. Aber die sollten doch vertrieben werden aus diesen Gebieten. Also die Einheimischen. Ja, gut, da geht es ja um die Götzendiener damals. Aber jetzt für die Zukunft, wenn der Messias kommt und dann sein Reich aufrichtet, wird diesen Einwohnern eine ganz besondere Verheißung gemacht. Und es kommt ja auch so, Hesekiel beschreibt in den Schlusskapiteln das messianische Reich. Wenn der Herr Jesus wieder zurückkommt und damit auch der Götzendienst unter all den anderen Völkern ein Ende finden. Darum haben wir also in dem Sinne eine Situation, die nicht der Situation von Josua entspricht. Ja? Das heißt, die Palästinenser sind zu Recht dort. Ja, die berücksichtigt Gott. Jawohl. Und zwar dazu noch eine Stelle aus Sacharja. Es ist ja interessant, das Wort Palästinenser kommt ja von dem Wort Philister. Ja? Sprache. Auf Arabisch unterscheidet man gar nicht Palästinenser, Philister. Es gibt nur ein Wort. Philisteni. Und heute ist auch die Tendenz da, dass sich Palästinenser bewusst mit Philistern identifizieren, mit den biblischen Philistern. Obwohl es ja ein Mischvolk ist, nicht wahr? Sacharja 9. Verse 6 und 7. Und ein Bast
und ich werde sein Blut aus seinem Munde wegtun und seine Keule zwischen seinen Zähnen hinweg. Und auch er wird übrig bleiben unserem Gott und wird sein wie ein Fürst in Juda und Ekron wie der Jebusiter. Also es geht um die Philister, ja? Und die haben hier eine Verheißung und auch er, das ist der Philister, wird übrig bleiben unserem Gott. Und was aber noch wichtig ist in Vers 7, ich werde sein Blut aus seinem Munde wegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen hinweg. Also der Philister wird beschrieben als ein blutrünstiges Tier. Und wie viel jüdisches Blut eben da bereits geflossen ist, das ist schrecklich. Aber Gott sagt, es kommt der Zeitpunkt, wo ich das ihnen alles wegwischen werde und es wird ein Überrest geben aus Philistäa, der übrig bleibt. Und dieser Überrest wird sein wie ein Fürst in Juda. Auch nicht einfach so minderwertiges Volk, sondern wie ein Fürst in Juda. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Gott lässt auch nicht die Verschuldung gegenüber dem jüdischen Volk nicht ungestraft. Genauso wie er das jüdische Volk nicht geschont hat für das, was sie gemacht haben. Bleibt also auch das, schlagen wir auf, Hesekiel 25. Vers 15. So spricht der Herr Jehova, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben mit Verachtung der Seele zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Darum, so spricht der Herr Jehova, siehe, ich werde meine Hand wieder die Philister ausstrecken und werde die Keretiter ausrotten und den Überrest an der Küste des Meeres vertilgen. Und ich werde durch Züchtigungen des Grimmes große Rache an ihnen üben, und sie werden wissen, dass ich Jehova bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Also wird hier gesprochen über die Rachsucht, die Verachtung des Lebens, Verachtung der Seele, Verachtung des Lebens, Zerstörung, ewige Feindschaft. Und Gott sagt, ich werde diese Menschen an der Küste des Meeres, das ist der Gazastreifen, an der Küste des Meeres, vertilgen. Also es wird ein schreckliches Gericht kommen, aber Sacharja 9 macht deutlich, es gibt einen philistäischen Überrest und der wird volles Bürgerrecht bekommen. Ja? Aber deswegen kann man doch wegen dieser endzeitlichen Verheißung für die Philister, kann man doch sicher nicht sagen, dass sie jetzt zu Recht so handeln, wie sie handeln im Land. Nein, überhaupt nicht. Denn da bezieht sich, darum habe ich diese Stelle jetzt angeführt, ja. Um zu zeigen, diese Rachsucht, diese Verachtung des Lebens, wenn man denkt an den Terrorismus, diese Zerstörung, ewige Feindschaft, das lässt Gott nicht einfach so stehen. Und als Parallelstelle kann man sich vielleicht noch mal merken, Zephania 2, dort wird sogar ausdrücklich gesprochen über den Landstrich am Meer und Gaza. Zephania 2, schlagen wir doch vielleicht gerade auf. Zephania 2, Vers 4. Denn Gaza wird verlassen und Askalon eine Wüste sein. Astrid, am hellen Mittag wird man es vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meere, der Nation der Keretiter. Das Wort Jehovas kommt über euch, Kanaan, Land der Philister. Und ich werde dich vernichten, dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Triften voll Hirtenzisternen und Kleinviehhürden werden. Und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Sie werden darauf weiden und am Abend sich lagern in den Häusern Askalons. Denn Jehova, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihre Gefangenschaft wenden. Jawohl. Es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Ganz in Übereinstimmung mit
Josua 13. Also wir sehen, wie dieses Thema des Landes Israels und der Besitznahme des Landes, das ist nicht nur so ein kleines Thema am Rand in der Bibel, sondern das zieht sich durch wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Gut, jetzt müssen wir weitergehen. Aber noch eine Frage, das heißt, ist ja hier, dass kein Bewohner mehr übrig bleibt. Und in Zacharia haben wir gelesen, dass ein Überrest bleibt. Wie kriegt man das jetzt zusammen? Ja, in Zephania wird ja speziell gesprochen über den Landstrich am Meer. Also ist besonders der Gazastreifen im Visier. Aber nicht in dem Sinn, dass das philistäische Volk als Ganzes keinen Überrest mehr hätte. Ja. Ich habe vielleicht noch eine Stelle aus Amos, wo also auch über den Gazastreifen. Welche Stelle meinst du? Amos? Kapitel 1, Vers 6. Ah, ja. So spricht der Ewige wegen drei Freveltaten von Gaza und wegen vier werde ich es nicht zurückgängig machen, weil sie Gefangene in voller Zahl weggeführt haben, um sie an Edom auszuliefern. So werde ich ein Feuer senden in die Mauer von Gaza und es wird seine Paläste verzehren. Und ich werde den Bewohner ausrotten aus Astort und den, der das Zepter hält, aus Askelon. Und ich werde meine Hand wenden gegen Ekron. Und der Überrest der Philister wird untergehen, spricht der Herr der Ewige. Jawohl. Gut, der Gazastreifen hat natürlich in der vergangenen Geschichte schon diverse Gerichte, göttliche Gerichte erlebt. Also hat diese Prophetie hier hat sicher schon Vorerfüllungen gehabt, muss man sehen. Zum Beispiel Alexander Große hat den Gazastreifen auch erobert, dann Nebukadnezar schon vor ihm. Also darum ist man mit verschiedenen Vorerfüllungen schon zu rechnen. Gerade in Amos, wo ja auf bestimmte Taten damals Bezug genommen wird, während zu sagen ist, dass in Hesekiel und ganz besonders deutlich Zephania 2 effektiv bis auf die Endzeit hingewiesen wird. Denn dieser Ausdruck, den wir gelesen haben in Zephania 2 vom jüdischen Volk, ich werde ihre Gefangenschaft oder ihr Schicksal wenden, ist ein Ausdruck, der immer und immer wieder vorkommt in der Prophetie und speziell auf das endgültige, auf die endgültige Wende des jüdischen Schicksals hinweist. Also darum ganz deutlich aktuell auf unsere Zeit sich bezieht. Ja? Ja, hier vorne war noch eine Frage von der Dame. So, ja, bitte. Also für mich war eben ganz entscheidend, dass in dem einen Artikel, in dem einen Vers stand, aber ich werde euch zusammenholen, aber ihr müsst euch auch in euren Herzen ändern. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ist eigentlich auch der Knackpunkt letztendlich. Ja, wobei wir haben ja dort gerade nicht weitergelesen. Mhm. Wir haben nur den Vers vorher gelesen. Sie spielt an auf Hesekiel 36, Vers 24. Mhm. Wir haben von der Rückkehr gelesen und dann in den weiten Versen steht, dass Gott ihnen ein neues Herz geben wird und Reinigungswasser auf sie sprengt. Ja? Jawohl, und er wird sie zusammenholen aus allen Erdteilen, so habe ich es verstanden. Ja, ja, sie sind ja alle sehr verstreut und dann aber auch nur dann, wenn sie bereit sind, sich eben das anzunehmen, was von Gott gesagt wird. Nicht? Also ändert euch in euren Herzen. Jawohl, das heißt, interessant ist noch, dass es nicht heißt, sie müssen sich ändern, sondern Gott wird ihnen ein neues Herz geben, ja? Das sind die beiden Seiten. Der Mensch muss umkehren, Gott wirkt die Erneuerung. Wenn der Mensch nicht bereit ist, es anzunehmen. Ja, dann geht es nicht, genau, das ist der Punkt. Aber was ich sagen will, was ganz wichtig ist, das jüdische Volk soll zurückkehren in einen unreinen Zustand. Und erst im Land ist diese Reinigung angesagt. Also niemand soll denken, das jüdische Volk müsste zuerst eine Wende erleben und dann kann es ins Land zurückkehren und bekommt das Land. Nein, es geht unrein zurück und denken wir daran, 80% der Israelis betrachten sich ja nicht als religiös, sondern als Atheisten, als Agnostiker, als alles Mögliche. Dann gibt es noch die 20%, die sind religiös, aber was heißt denn das schon? Wie viele sind Heuchler? Die können mir schöne Geschichten erzählen. Aber
ich sage nur, das Volk kehrt zurück in einen unreinen Zustand. Und es gibt manche, die argumentieren, ach, das kann doch nicht die Erfüllung sein der Prophetie, schaut mal dieses Volk an. Nein, das ist genau die Erfüllung. Gott sagt, ich führe sie zurück und wenn sie im Land sind, dann kommt die Erneuerung. Also das ist noch ausstehend, dass es zu einer Erweckung im Land kommen wird. Ich denke, dann hat es eine Berechtigung, dass diese Organisation Exodus, die wohl an der 92 angelaufen ist, die Menschen zurückführt nach Israel. Das heißt, ohne dass man ihnen heute das Evangelium predigt, sondern man weist ihnen einfach den Weg wieder zurück in ihr Land. Gut, das Problem ist natürlich das. Gerade solche Leute, die sich dafür einsetzen, aktiv in die Rückführung aus aller Welt, wenn man mit denen spricht, kann man erleben, wie die staunen, wenn man ihnen Zacharja 13, Vers 8 vorliest. Also wird es kommen, im ganzen Lande, 2/3 werden ausgerottet werden und 1/3 werde ich ins Feuer bringen, und werde sie reinigen und sie werden mich anrufen, Herr, du bist unser Gott. Und ich werde ihnen sagen, ihr seid mein Volk. Dann sagen sie, das ist nicht mehr zukünftig. Das ist schon früher mal geschehen. Im Holocaust zum Beispiel. Halt. Der Holocaust war nicht im Land, sondern außerhalb des Landes. Zacharja 13, Vers 8 sagt, so wird es kommen im ganzen Lande. 2/3 und so weiter. Dann weiter. Wenn man sagen würde, ja, das hat sich erfüllt damals im Jahr 70, als die Römer Jerusalem zerstört haben. Die haben nicht 2/3 des jüdischen Volkes ausgerottet. Weniger. Aber vielleicht damals früher bei Nebukadnezar. Auch dort war es nicht 2/3. Das sieht man sogar ausdrücklich aus Ezekiel. Das heißt, diese Prophetie hat sich nie in der Vergangenheit erfüllt und steht in Zacharja 12 bis 14 in einem Kontext, der ganz klar auf die letzten Tage hinweist. Also auch da kommt Schreckliches. Und nun, wenn man Juden zurückführt und sich sagt, wir brauchen ihnen nicht das Evangelium zu verkündigen, die kommen ins Land und dann macht Gott schon. Ja gut. Aber das ist genau, was sie gesagt haben, nicht wahr? Wenn der Mensch nicht will. Wird es nicht so kommen. Ja. Aber der 1/3 wird überleben. Und darum, der Apostel Paulus sagt es ganz klar, als Jude aus dem Stamm Benjamin, sagt er in Römer 1, Vers 16. Schlagen wir es auf. Und da machen wir Pause, ja? Römer 1, Vers 16. Ja, liest uns das jemand vor. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glauben. Sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Ja. Also, wenn es hier heißt, dem Juden zuerst, wie kommt es, dass Leute sagen, den brauchen wir das Evangelium nicht zu verkündigen? Wir machen nur Sozialarbeit. Nein, nicht nur Sozialarbeit. Sozialarbeit braucht es, ja, unbedingt. Aber ganz klar, den Juden zuerst. Und das steht so fest wie damals. Auch heute. Das ist unsere Pflicht, auch das jüdische Volk zu evangelisieren. Gut, wir machen eine Pause jetzt. Eine Viertelstunde. Also, wir sind jetzt gekommen bis Vers 7. Und nun liest jemand vor Frage 3 auf unserem Blatt. Um welche Stämme geht es in diesem Kapitel? Ja, also die das Kapitel schon früher bearbeitet haben, können uns hier helfen. Jetzt ab Vers 8. Die 2,5 Stämme. Die 2,5 Stämme, das sind nämlich welche Stämme? Manasse. Gad, Ruben und Manasse. Jawohl. Welches ist der halbe Stamm? Manasse. Manasse, ja. Und da haben wir jetzt also eine Beschreibung in Versen 8 bis 31, wie Mose bereits
früher diesen Stämmen jenseits des Jordans, also im heute, welchem Gebiet? Heute in Jordanien, denen das Gebiet ausgeteilt hat. Also das ist auch noch bemerkenswert. Wir haben nämlich gesprochen bisher, dass der philistäische Gazastreifen, Libanon, große Gebiete von Syrien zum verheißenen Land gehören. Aber jetzt kommt noch Jordanien dran. Das also große Teile von Jordanien waren auch damals schon dem Volk Israel zugesprochen. Wir haben also hier die Verteilung des Westjordanlandes. Also westlich des Jordans, das Westjordanland. Das geschah damals unter Mose. Ostjordanland. Das Westjordanland kommt dann in Kapitel 14. Ja, danke. Ostjordan. Wir haben so zwischendrin die Bemerkung gefunden, Vers 22 mit Bileam. Liest das nochmals jemand? Da wird daran erinnert, wie Bileam sein Ende gefunden hatte. Wer liest? Und Bileam, den Sohn Beos, den Wahrsager, töten die Kinder Israel mit dem Schwerte, nebst ihren Erschlagenen. Jawohl. Das ist ja eine der zwielichtigsten Personen in der Bibel, dieser Bileam. Hier wird er nicht bezeichnet als Prophet, sondern als Wahrsager. Wahrsagerei war auch was Schlimmes. Ja, natürlich. Das ist also Okkultismus. Auf der anderen Seite hat Bileam auch als Prophet gewirkt. Und Gott hat mit ihm gesprochen im 4. Buch Mose. Also, das ist eine so schillernde Person. Einerseits hat Gott mit ihm gesprochen, der wahre Gott. Andererseits war er ein Okkultist. Und dafür hat er dann auch sein verdientes Ende genommen. Eben Israel hat ihn getötet. Ja? Eine zwiespältige Gestalt war Bileam. Ja, eben. Und war einer der zwielichtigsten der ganzen Bibel. Jawohl. Bileam wird im Neuen Testament verschiedentlich erwähnt. Wie oft? Dreimal. Ja, gut. Dreimal. Schlagen wir mal auf im Judasbrief. Gerade vor der Offenbarung, Judas Brief, Vers 11. Wer möchte lesen? Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben für sich den Lohn dem Irrtum Bileams völlig hingegeben und in dem Widerspruch Korachs sind sie umgekommen. Jawohl. Also hier wird über den Irrtum Balaams gesprochen. Worin hat sich Bileam geirrt? Balaam, das ist einfach die griechische Aussprache von Bileam. Das ist das Gleiche, ja? Im Neuen Testament werden oft Namen aus dem Alten Testament anders ausgesprochen, weil sie eben griechisch ausgesprochen werden. Wie zum Beispiel Jesus ist die griechische Aussprache von Hebräisch Yeshua. Ja? Oder im Alten Testament steht Elia, im Neuen Testament Elias. Oder im Alten Testament steht Mosche, im Neuen Testament Moses. Übrigens oft, immer, ein Sch-Laut im Alten Testament wird im Griechischen ein S-Laut, ein S-Laut. Weil im Griechischen gibt es kein Sch, ganz einfach. Und die heutigen Griechen noch, die können das Sch nicht sagen. Die essen nicht Fisch, sondern Fiss. Ja? Das ist also geblieben bis heute. Es gibt auch keinen griechischen Buchstaben, der Sch ausdrücken könnte. Darum wird es automatisch ein S. Darum wird nicht Yeshua, sondern Jesus. Nicht Mosche, sondern Moses. Und das S hinten noch angehängt. Ja.
Gut, also der Irrtum Balaams, Bileams. Worin hatte er sich geirrt? Er hat wohl gedacht, dass Gott das Volk nach seinem augenblicklichen Zustand beurteilen müsste. Und nicht gnädig sein könnte. Ja. Soll ich es nochmal sagen? Ja, ja. Ich nehme an, er hat gedacht, dass Gott das Volk nach seinem augenblicklichen Zustand beurteilen müsste und dem könnte er ja eigentlich nicht gnädig sein. Ja, also mit anderen Worten, er hat geglaubt, dass Gott bereit wäre, sein auserwähltes Volk zu verfluchen. Und darin hat er sich gründlich geirrt. Und letztlich hatte er es mit seinem Leben bezahlt. Übrigens interessant in diesem Vers, es wird gesprochen von dem Weg Kains, dem Irrtum Balaams und dem Widerspruch Korahs. Der Weg Kains, das war der Weg weg von Gott. Es heißt in 1. Mose 4, Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. Also Abfall von Gott. Aktuell für die heutige Christenheit, ja? Der Weg Kains. Und dann für Geld, aus Liebe zum Geld, für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Was die Geldliebe in der Christenheit bedeuten hat. Und wie man bereit ist, in den Irrtum zu gehen für Geld. Sehr aktuell. Und dann der Widerspruch Korahs, also Widerspruch heißt dagegen reden. Korah hat die Autorität von Mose verworfen und das Priesteramt von Aaron angegriffen. Der heutige Führer ist der Herr Jesus Christus. Unser großer hoher Priester ist Jesus Christus. Also der Widerspruch Korahs ist, dass man die Autorität und das Priestertum Christi angreift. Und sein stellvertretendes Opfer. Das ist genau das, was man in der modernen Theologie macht. Jesus ist einfach ein Mensch und sein Opfer am Kreuz war nicht ein sühnendes Opfer. Ein sühnender Tod. Also der Widerspruch Korahs. Aber merkt man, dieser Vers ist genau das Gegenteil von einem der bekanntesten Verse in der Bibel. Weg, Irrtum, Widerspruch. Ja, kommt's? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg zum Vater, ja? Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das Gegenteil von dem Weg Kains. Ich bin der Weg. Die Wahrheit ist das Gegenteil von dem Irrtum Bileams. Und ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben ist das Gegenteil von Korah und seiner Rotte, die umgekommen sind. Sie sind in dem Widerspruch Korahs, sind sie umgekommen. Tod, Gegenteil von Leben. Also ganz interessant. Dieser Gegensatz in Johannes 14, Vers 6. Also der Irrtum Bileams. Dann haben wir in Offenbarung 2 noch einen Hinweis auf ihn. Vers 14. Liest jemand? Aber ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Balaams festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor den Söhnen Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Jawohl, hier haben wir nicht den Irrtum Balaams, sondern die Lehre Balaams. Und worin bestand die Lehre? Er hat festgestellt, dein 4. Mose 23, es ist unmöglich, Israel zu verfluchen. Denn jedes Mal, wenn er es verfluchen wollte, musste er es segnen. Dann hat er dem Balak einen Rat gegeben. Schau, du kannst es so machen. Du musst Israel zur Sünde verleiten und dann muss Gott eingreifen. Und so hat Balak dann gemacht. Die Israeliten wurden eingeladen zu einem Götzenopferfest, das verbunden war mit Tempelprostitution. Und
Unzählige sind zu Fall gekommen, sodass Gott mit seinem Gericht zuschlagen musste. An einem Tag sind mehr als 20.000 umgekommen. Also die Lehre Balaams ist Okkultismus einführen ins Volk Gottes. Götzendienerische Praktiken, Unzucht ins Volk Gottes hineinführen. Hochaktuell. Hat ihr das eben falsch verstanden? In Bezug auf 4. Mose 22. 4. Mose 22. Ja, aber ich dachte wegen... Das 38 bis 39. Habe ich die Kapitel falsch angegeben. Nein, ja. Ich meinte eben die Kapitel 23. Da wollte er das Volk verfluchen. Und es gelang nicht, ja? Mhm. 22 und 23. Und dann kam Kapitel 25... Sag ich. Nein, in 23 und 24, da will er Israel verfluchen, muss es aber segnen. Und dann Kapitel 25, da kommt die Einladung zum Götzenfest. Ja, so ist das. Also die Lehre Balaams, dass man götzendienerische Praktiken, Unzucht ins Volk Gottes hineinführt. Und jetzt haben wir noch eine dritte Stelle über Bileam im Neuen Testament, wo... Jawohl, im Testament Petri. Zweiter Petrusbrief. Ich sage, das ist das Testament, weil Petrus diesen Brief aus der Todeszelle in Rom geschrieben hatte. Wer liest? 2. Petrus 2. Vers 15. Kinder des Fluches, welche, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Wege des Balaam nachfolgten, des Sohnes Bosors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing. Ein sprachloses Lasttier mit Menschenstimme redend, wehrte der Torheit des Propheten. Jawohl. Also hier haben wir was? Was von Bileam? Den Weg. Den Weg Bileams. So interessant. Wir haben gesprochen über den Irrtum Bileams, die Lehre Bileams und den Weg Bileams. Was war der Weg Bileams? Habsucht? Nein, das Volk aber, zu verführen, das israelische Volk zu verführen. Das war eine Lehre. Das war ja der Rat, den er Balak gegeben hat. Ja. Die Lehre. Aber der Weg, Bileams? War ungehorsam. Er sollte ja nicht gehen. Er sollte ja nicht gehen. Als diese Boten von Balak kamen zu ihm, große Reise haben sie gemacht, bis an den Euphrat hinauf, da wohnte er ja. Dann sagt er, bitte komm und verfluche Israel. Dann sagt er, ja, ich werde nur das tun, was der Herr mir sagt. Eigenartig. Nicht, was die Götter mir sagen. Was der Herr mir sagt. Er schläft, Gott spricht zu ihm und sagt, geh nicht mit diesen Leuten. Und er will unbedingt doch gehen. Wegen Habsucht, weil er wusste, ein Lohn winkt. Und schließlich sagt Gott, geh. Aber das bedeutete, dann geh halt, wenn du unbedingt deinen Kopf durchsetzen willst. Und dann kam ja der Engel des Herrn, der ihm dann plötzlich entgegenstand und mit dem Schwert zuschlagen wollte. Die Eselin hat es gemerkt, er, der törichte Prophet, nicht. Also der Weg, Bileams, das war, er setzt seinen Kopf durch, um einfach seinen eigenen Willen tun zu können, obwohl er weiß, Gott möchte das nicht. Also eigenwilliges Durchdrücken des Willens, das ist der Weg Bileams, ungehorsam. Gut, und Bileam, haben wir hier gefunden, wurde dann durch Israel getötet. Wir gehen zur vierten Frage auf dem Blatt.
jemand vor? Deshalb sollte der Stamm Levi kein Erbteil im Lande bekommen. Ja, wir haben das ja in welchen Versen gefunden? 14. Jawohl, schon Vers 14. 33. Und auch 33 nochmals. Alle Stämme bekommen etwas. Levi bekommt nichts. Warum? Der Priesterstamm. Der Priesterstamm, jawohl. Also anstatt Landbesitz sollten sie das Vorrecht zu haben, im Tempel Dienst tun zu dürfen. Wir werden dann später sehen, in Josua 21, da werden wir sehen, wie für den Stamm Levi einige Städte ganz zerstreut in Israel ausgesondert wurden. Da sollten sie wohnen. Sie hatten darum herum etwas Land, aber sie bekamen kein Stammesgebiet. Ja? Da kommen wir also noch ausführlicher darauf zu sprechen. Und dann auch auf die Zufluchtsstädte. Ganz interessantes Thema. Aber warum sollten sie eigentlich nicht ein festes, eingegrenztes Stammesgebiet bekommen? Sie könnten ja Tempelpriester sein und... 1. Mose 49. Gut. 1. Mose 49. Welcher Vers? Vers 7. Also man kann schon ab Vers 5 sehen. Also Vers 5 eben, da sieht man, es geht um Simeon und Levi. Und dann, lies Vers 7. Verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam. Ich werde sie verstellen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Ja, also für Levi hat sich dieser Fluch, sie sollen zerstreut werden in Israel, so erfüllt, dass sie kein Erbteil bekamen, aber verschiedene Städte zerstreut im Land Israel. Aber eben, eigentlich ist es ja kein Fluch mehr, sondern ein Segen. Sie durften Tempelpriester sein und Tempeldiener. Aber wie kam es eigentlich, dass dieser Fluch von Jakob in ein Segen umgewandelt wurde? 2. Mose 32, 25. Und zwar? Ja. Er zu mir, wer für Jehova ist, und der Stamm Levi kam. Also es geht um das goldene Kalb. Nach dem Auszug aus Ägypten, bevor Mose mit den Gesetzestafeln herabkam vom Berg, hatte Israel sich im Götzendienst verstrickt. Und zwar in den Apiskult von Ägypten. Darüber hatten sie ja ein goldenes Kalb. Haben begonnen, Apiskult zu betreiben. Und ein Stamm hat sich dagegen gestellt und diesen Götzendienst ganz massiv verurteilt, das war der Stamm Levi. Und weil sie sich so für den Herrn eingesetzt haben, haben sie das Vorrecht bekommen, eben Priester und Tempeldiener werden zu dürfen. Also dadurch, durch diesen Gehorsam, durch diese Treue Gott gegenüber, wurde der Fluch von Jakob, hat sich zwar erfüllt, aber wurde in Segen umgewandelt. Und was wir auch sagen können, eigentlich, wenn jetzt der Stamm Levi, wenn dieses Ereignis nicht gewesen wäre mit dem goldenen Kalb, dann wäre der Stamm Levi eigentlich nicht Tempelpriester, Tempelstamm geworden. Wer wäre es dann gewesen? Die Erstgeborenen. Ja. Die Erstgeborenen. Wir sehen das nämlich in 4. Mose. Peter Mose 3, Helmut, lies mal 4. Mose 3, Verse 11 bis 13. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Und ich, siehe, ich habe die Leviten aus der Mitte der Kinder Israel genommen, anstatt
Also die Erstgeborenen, die verschont worden sind in Ägypten, die waren außersehen eigentlich Priester zu tun, Priesterdienst zu tun. Mit anderen Worten, eigentlich wäre aus allen 12 Stämmen, wären immer die Erstgeborenen Priester geworden. Aber durch dieses Ereignis mit dem goldenen Kalb und der Treue des Stammes Levi ist der Priesterdienst von den Erstgeborenen übertragen worden auf den Stamm Levi. Und dadurch konnte der Fluch Jakobs in Segen umgewandelt werden. Ja? Sie hatten doch eigentlich dann kein Einkommen. Oder was hatten Sie als Leviten, als Priesterdiener für ein Einkommen? Ja, gewaltiges. Und schlussendlich hatten Sie sogar viel zu viel. Ja. Es gab also ganz bestimmte Abgaben, die die übrigen Stämme regelmäßig zum Tempel bringen mussten, die Mose verordnet hatte. Davon sollten sie leben. Dann auch Anteile der Opfer, zum Beispiel die Friedensopfer, da musste immer ein Teil dem Priester abgegeben werden. Das war also die Nahrung für die Priester. Dann die von den Speisopfern, das sind also Brote, da wurde ein großer Teil, bekamen die Priester. Also durch den ganzen Tempeldienst gab es genügend Regelungen, so dass der Unterhalt ganz klar gewährt war. Aber, ich sage zu viel, denn in der Zeit der Evangelien war das so üblich, dass man auf Opfertiere, die man in Jerusalem verkaufte, völlig übersetzte Preise draufsetzte. Und dadurch konnte sich die levitische Aristokratie schändlich und schamlos bereichern. Und das ist der Hintergrund der Tempelreinigung in Johannes 2, wo der Herr Jesus diese Tische umwirft und die Verkäufer der Opfertiere hinausjagt aus dem Tempel und sagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Und wer die Ausgrabungen mal anschaut im jüdischen Quartier, da hat man ja in der Folge des Sechstagekrieges schön die Häuser freilegen können aus der Zeit des ersten Jahrhunderts. Und da kamen diese Gebäude der Priesteraristokratie ans Licht. Die schwelgten förmlich im Luxus. Also wirklich schlimm. Darum sage ich eben, schließlich hatten sie sogar zu viel. Aber einfach, weil sie daraus wirklich eine Geschäftsindustrie gemacht haben, sodass der Sohn Gottes eingreifen musste. Sind die Rabbiner denn eigentlich heute die mehr oder minder Nachfolger dieses Stammes Levi, die heutigen jüdischen Rabbiner? Nein, Rabbiner, auch damals zur Zeit der Evangelien, die konnten aus allen möglichen Stämmen sein. Ah, ja. Also ein Gelehrter, ein Rabbi, musste nicht levitische Abkunft haben. Es war auch so, dass sie zum Beispiel zur Zeit des ersten Jahrhunderts, zur Zeit der Evangelien, waren es Rabbiner, unter Umständen aus anderen Stämmen, die den hohen Priester unterweisen mussten, zum Beispiel für den Yom Kippur. Dass er ja genau die Rituale genau durchführt. Das konnten also nicht, konnten auch nicht levitische Rabbiner sein, die ihn genau belehrten. Und auch der hohe Rat bestand ja aus Priestern, aber nicht nur, sondern auch aus Rabbinern aus anderen Stämmen. Während eben heute das sogenannte Rabbinat in Israel unglaubliche Reichtümer ansammelt, weil sie die Koscher-Zertifikate verkaufen. Ja, ja, eben. Da gibt es genügend Mittel, wie man zu Geld kommt, ja, kommen kann. Und es gibt nicht nur die offiziellen, es gibt auch die inoffiziellen Dinge. Ja, ja. Aber es gibt auch heute noch Leute, die ganz klar sagen können, ich stamme aus dem Stamm Levi und dann sehr stolz sind daraus. Ja, das sind dann die Leute, die heißen Levi als Familienname. Cool. Oder die, Kohen, das sind die Priester, die stammen von Aaron ab, aus der Priesterlinie. Aber Levi, allgemein aus dem Stamm Levi, oder auch Lewinsky. Ja, wie kommt das dem Priesterstamm? Oder Levin, das gibt alle Kombinationen. Oder eben Kohen, Kahn, Kogut und so weiter, das sind alles levitische Namen. Ja gut, also das ist doch schon eindrücklich, wie Gott Fluch in Segen umwandeln kann.
Und das gilt eigentlich auch für jeden, der, sagen wir, aus einer Familie kommt, wo Zauberei und Dinge getrieben worden sind. Da gibt es solche, die sagen, ach, das ist also schlimm und das belastet mich. Nein, Gott kann alles in Segen umwandeln für solche, die Gott lieben. Das ist der Punkt. Also da ist man überhaupt nicht dem Schicksal verfallen. Und da ist damit der Stamm Levi ein wunderbares Beispiel. Darf ich noch einmal fragen, wie stellt man sich das vor, diese Koscher-Zertifikate, wie geht das in der Praxis? Achso, also eine, sagen wir, eine Bäckerei, ja. Dass die Brot verkaufen kann mit der Etikette, das ist koscher, also man muss nicht mehr untersuchen, das ist alles sicher ganz saubere Sache, alles nach den Gesetzen. Aha. Da muss ein Rabbi vorbeikommen, muss diese Bäckerei prüfen, wie machen sie das Brot ganz genau, und dann gibt er das Zertifikat. Einmal für immer oder ist das wie bei uns? Nein, die werden immer wieder kontrolliert. Ja. Und das muss man kaufen, das Zertifikat, oder? Ja, ja, da müssen sie Geld geben dafür. Der weiß genau, was die Vorschriften sind, oder wie das in der Metzgerei ist, wie die Vorschriften sind, dass es richtig geschlachtet ist und so weiter. Ja, wie? Wird dort zusätzlich so eine Ausbildung dann gemacht durch den Rabbi? Also, die Frage ist einfach ganz blöd. Ja, wenn Sie für solche Dinge zuständig sind, müssen Sie das speziell studiert haben. Ich meine, all diese Dinge sind ja im Talmud festgelegt. Also ein Rabbi muss diese talmudischen Gesetze und ihre Anwendungen, die muss er kennen. Ja. Gut. Das zu dem Stamm Levi. Aber noch etwas. Welcher Stamm wäre eigentlich der erstgeborene Stamm? Ruben. Also wenn man das stammesmäßig anschaut, dann wäre eigentlich das Priestertum speziell Ruben zugekommen. Ich habe gesagt, von den Erstgeborenen allgemein. Aber wenn schon auf einen Stamm begrenzt, dann Ruben. Ruben hat es nicht bekommen. Warum nicht? Weil er das Bild seines Vaters entblößt hat. Ja. Ruben hat ja Blutschande begangen. Und darum kam ja dieser Fluch in 1. Mose 49 über ihn. Dass er das Erstgeburtsrecht verlieren sollte. 1. Mose 49, Vers 3. Und 4. Ruben, mein Erstgeborener, bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, Vorzug an Hoheit und Vorzug an Macht. Überwarmt wie die Wasser sollst du keinen Vorzug haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Da hast du es entweiht, mein Bett hat er bestiegen. Also wegen dieser Schandtat wurde das Erstgeburtsrecht ihm weggenommen. Keinen Vorzug sollst du haben. Jetzt sehen wir also, das Vorrecht des Priesterdienstes anbetrifft, bekam Levi das Erstgeburtsrecht. Aber das Erstgeburtsrecht umfasste noch mehr. Was zum Beispiel sollte der Erstgeborene auch noch bekommen? Doppeltes Erbe. Wo steht das? Auch in Mose. Geh die Stelle an. Da wird das geregelt, dass der Erstgeborene immer doppelt so viel bekommen soll. 5. Mose 21. Vers 17. Kann man für sich aufschreiben, ja? Wer bekam um den Stämmen Israels ein doppeltes Erbe? Wie? Josef, wieso? Man steht doch da. Ja, also das gehört doch zu unserem Kapitel. Denn wir sehen ja in unserem Kapitel, dass Josef eigentlich aufgeteilt ist in die Stämme Ephraim und Manasse. Und jeder Teilstamm bekam ein Erbe. Levi bekam keins. Dafür bekamen diese beiden Teilstämme ein Erbe. Haben wir nicht heute irgendeine Stelle gelesen, wo stand, und Josef sollst du zwei Teile geben? Oder war das heute Morgen? Nein, das habe ich heute nicht gelesen. Oder du hast es mir zwischendurch mal gelesen, als du Josua studiert hast.
kann. Nee, das ist Zweifel von heute. Ich weiß bloß nicht, ob es jetzt hier war oder. Im Kalender, glaube ich. Gut, also. Das doppelte Erbteil hat Josef bekommen, indem seine Söhne Ephraim und Manasse separat als Stämme gerechnet wurden. So bekommt man wieder 12 Stämme. Ja? Und Levi steht auf der Seite. Dann, was gehört noch zum Vorzugsrecht des Erstgeborenen? Der Segen des Vaters. Ja, das ist natürlich alles, das ist alles Segen. Priesterdienst ist ein Segen. Doppeltes Erbe ist ein Segen. Aber wir haben in 1. Mose 49 gelesen, Vorzug an Hoheit und Macht. Der Erstgeborene hatte immer ein Recht des Herrschens über die anderen. In der Familie. Ja. Darum war es ungewöhnlich, wenn Gott gesagt hat, in Bezug auf Esau und Jakob, dass der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Esau und Jakob, ja? Und dort, auch dort, wo das Erstgeburtsrecht wurde eben dem Zweiten gegeben, nicht dem Ersten. Israel sollte über Esau herrschen, Jordanien. Gut, dann müssen wir uns fragen, welcher der 12 Stämme Israels hat Vorzug an Hoheit und Macht bekommen? Juda. Juda. Warum? Damit zusammen, dass er mit dem Verkauf des Josef nicht einverstanden war? Nein, ich meine jetzt weniger die Begründung, warum er es bekommt, sondern wie hat sich das gezeigt? Ah, aus ihm soll der Herrscher kommen, der Messias. Ja. Das Zepter. Und die ganze Königsdynastie, das Haus Davids, kommt aus Juda. David, Salomo, die Königslinie. Und das führt uns dann eben nächstes Mal zu Kapitel 14 und 15, wo als erste Verteilung im Westjordanland, jetzt sind wir im eigentlichen Land Kanaan, ja? Da haben wir Ostjordanland, hier nochmals besprochen. Kapitel 14 und 15, Verteilung im Westjordanland, es beginnt mit dem Stamm Juda. Der Stamm, dem Vorzug an Macht und Hoheit einmal zukommen sollte. Ja, sind wir dahin? Was ist jetzt aber die Begründung, dass Juda diesen Vorzug bekommen hat? Ja, Sie haben bereits etwas angetönt. Ja, ist es das, oder? Könnte man, es wird ja nicht ausdrücklich gesagt. Auch die Stellung Judas oder das Verhalten Judas, als Josef sich seinen Brüdern offenbart in dieser Geschichte, wo sich Juda als Bürge für den Benjamin zur Verfügung stellt. Ja. Könnten das die Gründe sein? Das könnte man sicher anführen, aber auf der anderen Seite bleibt es einfach auch in der, muss man das auch sehen, in der Souveränität Gottes. Ruben hat es verspielt und Gott verteilt das Erstgeburtsrecht auf verschiedene Stämme, wie er will. Denn man könnte ja auch andere Stämme anführen, die hätten sich ja auch irgendwie mal gut irgendwie vorgetan, der oder der. Und warum hat er es doch nicht gekriegt? Darum, also muss man doch auch mit der Souveränität Gottes rechnen. Er verteilt Vorrechte, wie es ihm gefällt. Wie ist das eigentlich mit dem Stamm Simeon? Der wurde ja auch verteilt. Haben wir gelesen, 1. Mose 49, Simeon und Levi. Kam ja unter den Fluch. Jawohl. Nun, bei Simeon sehen wir, dass er zunächst ein Erbteil bekommen hat. Aber in der späteren Geschichte hat es Veränderungen gegeben. Und da wurde das Simeon-Gebiet wurde aufgeteilt. Und da hat man eine gewisse Zerstreuung von Simeon in Israel. Und in Hesekiel bekommt er wieder einen Erbteil? Dort in Hesekiel bekommen alle Stämme einen Landstreifen. Immer einen Landstreifen, gerade von Westen nach Osten. Also das Land wird dann völlig neu verteilt in Landstriche von Norden nach Süden verteilt in 12 Streifen. Wobei Jerusalem
ein gesonderter Bereich sein wird, eine Stadt von 80 auf 80 Kilometer, die keinem der Stämme speziell zugesprochen ist. Aber die Randstämme sind Juda und Benjamin. Und das sind genau diese Stämme, die in alttestamentlicher Zeit, da kommen wir nächstes Mal drauf, das waren die Stämme, die Jerusalem geteilt haben. Denn die Grenze zwischen Juda und Jerusalem die Grenze zwischen Benjamin und Juda verlief so, dass die Stadt geteilt wurde. Also kein Stamm konnte sich rühmen, Jerusalem gehört mir, sondern es war eine Grenzstadt zwischen Juda und Benjamin verteilt. Vielleicht ganz kurz, kann ich das andeuten, für nächstes Mal werden wir es ausführlicher sehen. Josua 15, Bruno, lies mal Vers 8. Und die Grenze stieg das Tal des Sohnes Hinnoms hinauf, nach der Südseite der Jebusiter, das ist Jerusalem. Und die Grenze stieg zu dem Gipfel des Berges hinauf, welcher vor dem Tale Hinnom gegen Westen, am Ende der Talebene der Rephaim gegen Norden liegt. Vers 9. Und die Grenze zog sich herum von dem Gipfel des Berges nach der Quelle des Wassers Neftoach. Ja, gut. Also da haben wir diesen Verlauf der Grenze da bei Jerusalem hinauf auf den Berggipfel. Es geht um den Stamm Juda. Jetzt 18, Vers 16. Dort haben wir das Gebiet von Benjamin beschrieben. Lies mal. Und die Grenze stieg hinab zu dem Ende des Berges, welcher vor dem Tale des Sohnes Hinnoms in der Talebene der Rephaim gegen Norden liegt. Und sie stieg das Tal Hinnom hinauf nach der Südseite. Hinab? Nach der Südseite der Jebusiter. Merk mal, da treffen sich diese Grenzen. Wir haben in Kapitel 15 diese Grenze, wie sie hinaufgeht für Juda, und dann in Kapitel 18 die Grenze von Benjamin, nun wird sie umgekehrt von oben nach unten beschrieben. Und es kam so heraus, dass später, bei diesem Gipfel des Berges geht es um den Tempelberg Zion. Es kam so heraus, dass das Tempelhaus stand auf benjaminitischem Boden und der Altar davor, etwas unterhalb der Bergspitze, also einige Meter verschoben, stand in Juda. Also die Grenze zwischen Benjamin und Juda verlief über den Tempelplatz hinweg zwischen Tempelhaus und Altar durch. So dass auch niemand sich rühmen konnte, uns gehört der Tempel. Auch der Tempelplatz selber war Grenzgebiet. Übrigens, dieser Gipfel des Berges da in 15 Vers 8, den kennen wir gut. Wo ist der heute? Der ist in der Moschee drin. Und zwar welche Moschee? Oma, ja. Der Fels ist topologisch die Spitze der Gipfel des Berges Zion, 743 Meter über Meer. Und den finden wir bereits hier im Buch Josua. Also das Thema von diesem Berg, das sieht sich dann auch wie ein roter Faden durch die Bibel bis in die Offenbarung. Jetzt habe ich noch eine Frage. Spielt es heute bei den Juden, die zurückkommen, eine Rolle, zu welchem Stamm sie gehört haben? Oder ist das gar nicht mehr bekannt? Ja, gute Frage. Ich kann im Anschluss an die Frage den Rabbinern. Es ist so, dass normalerweise weiß kein Jude mehr, aus welchem der 12 Stämme er stammt. Und das ist aber anders für Levi. Eben da wissen viele. Viele Tausende wissen, dass sie sogar Aaroniter sind, weil das in der Familientradition erhalten geblieben ist. Aber nicht, was die anderen Stämme anbetrifft. Also es ist eine totale Vermischung. Er hat da stattgefunden, weil man die Geschlechtsregister ab dem Jahr 70 verloren hat. Die Geschlechtsregister im Tempel wurden ja verbrannt. Und dadurch ging die ganze Kontrolle verloren. Die hat man aufbewahrt bis dahin. Darum konnte man zum Beispiel auch nachkontrollieren, als Jesus von Nazareth kam, ist er wirklich ein Sohn Davids? Das wurde sofort kontrolliert.
Und es war eindeutig. Er ist aus der Davids-Dynastie und darum sein Anspruch, Messias zu sein, ist gut begründet. Darum sieht man ja im Neuen Testament, wenn das Volk gerufen hat, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und so weiter. Dann haben die Rabbiner nie gesagt, die Pharisäer, halt, was sagst du da, das stimmt ja gar nicht. Das war bekannt. Aber ab dem Jahr 70 gingen diese Geschlechtsregister verloren. Aber was man sagen kann, ist, solche, die aus levitischer Abkunft sind, die haben Vorrechte in der Synagoge. Also Leviten, die hat man sehr gern, wenn die besondere Dienste in der Synagoge noch tun, während des Gottesdienstes. Oder wenn in einer Familie bei einer Einladung ein Levit mit dabei ist, dann soll er das Tischgebet sprechen und nicht der Hausvater. Das sind so Sitten, die heute noch durchgeführt werden. Ja, habe ich jetzt nie aufgepasst, wenn doch die Unterlagen verbrannt sind. Wie weiß man denn, dass der ein Levit ist? Nur an seinem Namen? Eine Familientradition. Ja, das ist doch in der Familie wurde das weitergegeben, bei den Leviten. Und eben auch über den Familiennamen. Ach so, also hat mit dem Verbrennen der Unterlagen nichts zu tun. Nein, das wurde also dort wurde es besonders mündlich weitergegeben, während bei den anderen Stämmen ist das mehr und mehr verloren gegangen. Wobei es gibt eben diese Falascha, die äthiopischen Juden, die behaupten, dass sie aus dem Stamm Dan sind. Und dann gibt es diese Gruppe, die gekommen ist aus Indien, die sagen, sie seien Manasse, traditionell. Also es scheint, dass in dieser Richtung doch einige Identifikationen beginnen, sich wieder zu klären. Aber unter denen, die man als Juden bezeichnet im Allgemeinen, da ist eine Vermischung von Blut aus allen 12 Stämmen, hat da stattgefunden. Nun kann man sich fragen, ja, wie wird denn das gehen mit der Aufteilung in 12 Stämme? Eine ganz interessante Sache. Im Buch Esra, da kommen doch die Juden aus Babylon zurück und bauen den Tempel wieder. Aber wenn man dort gut nachliest bei diesen Geschlechtsregistern, dann kamen nur 4 Priesterklassen zurück von den 24. David hat ja 24 Priesterklassen eingeführt unter den Priestern. Die hatten alle ihre Arbeitsordnung. Es kamen nur 4 zurück. Jetzt hat man dort künstlich diese 4 wieder aufgeteilt, jede in 3 Gruppen, und hat so die zwölf Gruppen wieder künstlich bekommen. Also 3 mal 4 haben wir die 12 gehabt. Aber dann hat man sie eben genannt, einfach Priesterklassen. Das bedeutet also nicht, wenn man zum Beispiel aus der Priesterklasse von Abia war, dass man von Abia abstammte. Das ist interessant bei Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer. Von ihm heißt es in Lukas 1, Vers 5, es war in den Tagen Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Aus der Abteilung Abias heißt nicht, dass er aus der Familie Abias war. Er stammte nicht ab von Abia, denn Abia kam nicht zurück, aber er gehörte zu dieser künstlich geschaffenen Gruppe, und so hatte man wieder die 24 Priesterklassen wie zur Zeit von David. Und das ist eine Möglichkeit, dass auf diese Art dann, weil in allen Juden gewissermaßen das Blut der 12 Stämme da ist, dass man so wieder künstlich die 12 Stämme klar abteilen wird in der Zukunft. Aber bei den 144.000 in der Offenbarung, da trifft ja Gott die Unterscheidung, wer zu welchem Stamm geschieht. Da wird es dann wohl wieder die richtige, gottgewollte Ordnung sein. Das wäre eine Möglichkeit, denn Gott selber weiß ja, auch wenn die Geschlechtsregister verloren gegangen sind. Nur auf der anderen Seite ist das Problem, dass man sich ja im Laufe der 2000 Jahre untereinander verheiratet hat und so durchmischt hat. Also könnte es sein, dass diese Stämme, dass Gott quasi eine Neueinteilung macht, oder er weiß, wo die Linien am deutlichsten durchgegangen sind. Das können wir mal offen lassen. Ja. Das ist Gottes Allmacht. Aber nur um zu sagen, zur Zeit des Herrn hat das mit den 24 Priesterklassen funktioniert, und der Herr hat den Priesterdienst dort
akzeptiert, hat das Haus, den Tempel als Haus seines Vaters bezeichnet. Gut. Können vielleicht noch zwei mit uns beten.